Das Verhältnis zwischen Staat und Bürger, verändert sich das durch so viel Transparenz? Ich glaube schon. Und ich glaube, dass die paar Jahre, die es jetzt unser Informationsfreiheitsgesetz gibt, da schon eine ganze Menge bewirkt haben in der Veränderung der Verwaltung vor allem. Dass die Verwaltung ist ja diejenige, die da was umsetzen musste. Da hat sich schon einiges getan. Und ich glaube, dass einfach dieser Rollenwechsel, sich zu überlegen, was könnte denn für Bürgerinnen und Bürger interessant sein, was können wir zur Verfügung stellen, dass das schon ganz viel bewirkt an Veränderung der Kommunikation. Und andererseits natürlich diese Nachfragen auch so eine Wertschätzung für die Verwaltung bedeuten. So von wegen, das, was wir machen, interessiert auch die Bürgerinnen und Bürger. Das machen wir ja auch für die. Ich glaube, dass das insgesamt ganz viel an demokratischem Umgehen miteinander verändern kann und auch schon hat. Nun werden Gesetze ja befristet. Auch das Informationsfreiheitsgesetz ist befristet. Wenn es verlängert wird, soll es in dieser Form verlängert werden oder können Sie sich vorstellen, dass es auch verändert wird? Ja, das birgt natürlich eine Chance, genau zu überlegen, was gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist. Und ich denke, diese Chance sollten wir auf jeden Fall nutzen. Und ich fände es sehr schön, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich in diesen Diskussionsprozess, der in diesem Jahr stattfinden wird, da auch einbringen würden. Und das Beste wäre natürlich, erstmal nachzugucken im Informationsregister, was für Sachen stehen da drin, welche könnte ich mir vorstellen, würde ich da auch immer gerne mal wieder lesen. Und diese Informationen dann wiederum der Verwaltung zur Verfügung zu stellen, damit die sich da auch entsprechend darauf einstellen kann. Also Gesetz verändern, aber die Bürger sollen den Druck entfalten dafür. Das wäre schön.